sieht wie ein guter Landeplatz aus. Wir sind gleich am Boden. Das gehört Jungs. Wir an, wie stark und zahlreich wir sind. Vergesst niemals die Zitadelle. Ziel eliminiert. Was war das? Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt geht's. Hä? Was war das? Ach so, Plünderer. Jetzt weiß ich, was das war. Plünderer, der gemeint hat, ich soll nicht näher kommen, sonst schießt er. Ah, guck mal da vorne, Vertibird. Guck mal, noch ein Vertibird. Ja, blöd, dass die Bruderschaft direkt neben ihm landet, ne? Ah, ich sehe, Kate hat schon wieder neue Leichen aufgehängt. So, Schnuckilein! Wir wären schneller, wenn du auf die Straße schauen würdest, statt auf meinen Hintern. Ich guck dir gar nicht auf den Hintern. So schön ist der nicht. Ich kenne eine Frau mit viel schönerem Hintern. Jetzt präsentierst du ihn mir noch einmal. Kate. Das ist was mit Absicht. Bereit, wieder aufzubrechen? Ich will nur ein bisschen handeln. Sehe ich vielleicht aus wie in der Bank? Oh. Jo, so ein bisschen. Guck mal, du hast nämlich noch ganz viel Scheiße. Guck mal. Warum hast du 2525 5mm Patronen? Was soll das? Wieso hast du die genommen? Und die Midigan, was soll das? Was zur Hölle? Du siehst echt lustig aus. Kann ich die Sachen hier... Moment mal. Ich habe gerade eben Lederrüstung. Ne, das ist auch... Das ist ja voll scheiße. Was trägst du denn da für eine Kacke? Da muss ich die ja... Ich muss die mal... Ne, das geht noch nicht. Ich muss die verbessern. Das geht so nicht. Ne? Das weißt du, ist dir schon klar. Wenn wir jetzt losgehen, dann muss ich dich erstmal richtig ausrüsten. Ich kann die doch nicht so halbnackt rumrennen lassen. Ach ja, Dance, du kannst erstmal... Hey. Bereit. Dance, hast du kurz Zeit? Stimmt was nicht. Halt, Moment. Bevor ich dich jetzt wegschicke, hast du noch irgendwas... Ja, tatsächlich, diesmal. Du hast noch ganz viel Zeugs dabei. Du hast noch 3 Raketen dabei. Du hast noch ganz viel Schrott dabei. Vielleicht sogar einen biometrischen Scanner. Ja, tatsächlich einen biometrischen Scanner. Alter! So viel dazu. Jetzt könnten wir theoretisch wieder zurückfliegen. So Pritvin und sagen, hey, Dance hat da drunter theoretisch, wir haben tatsächlich noch einen biometrischen Scanner gefunden. Dance hatte ihn dabei. So ein Lappen. Er hat nichts gesagt. Weißt du was? Hey. Warte auf deinen Befehl. Gibt es irgendwas Bestimmtes? Wir sollten getrennte Wege gehen. Bestätigt. Ich versuche mich nützlich zu machen, während du fort bist. Ja, Bad ne, Victoria. Bad Victoria, geh mal zu Pritvin. Bereit, wieder aufzubrechen? Das Ding ist, ich habe eigentlich eine Mod drauf, die ihr so ein Waffenholster gibt, der schöne Physik hat und alles und schön rumwackelt. Sieht lustig aus, aber den trägt ihr aus irgendeinem Grund nicht. Vielleicht, weil ich sie schon kennengelernt habe, bevor ich die Mod drauf hatte. Das kann sein. Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut genug, da rauszugehen und ein paar Schädel einzuschlagen. Ich dachte, also, dir geht's furchtbar. Bereit für die Straße? Ich hab gedacht, ihr geht's furchtbar. Bereit. Gut, dann mal los. Aber wird's gut. Wenn furchtbar heißt, ihr geht's gut genug, das kann ich natürlich wieder nichts tragen. Das ist logisch. Kann ich wieder natürlich nichts tragen, weil... Ich finde es immer so lustig, wie die Rüstung da durchklippt. Kommst du mit? Wieso habe ich eigentlich keine Munition mehr? Was ist da los? Habe ich hier noch Munition? Warte mal, Waffen? Das war 45er. Schrott. Guck mal, ich habe hier noch ganz viele Zigarettenboxen und sowas, die ich verkaufen kann. Nee, Munition, 45er. Ach, da guck mal einen an. Ich nehme einfach alles mit. Und Fusionszellen habe ich keine, ne? Nee. Gut, meine Munition da, Raketen können weg, 5mm können weg. Alter, was macht die mit so viel Munition? Ja. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt in Richtung Vault 95 zu Fuß oder... Oh, ach, gehen wir zu Fuß, ne? Da ist so viel
Landschaft, die wir noch nicht entdeckt haben. Da können wir mal zu Fuß hingehen. Oder wir gehen durch die U-Bahn, das geht natürlich auch. Obwohl ich nicht weiß, wo ich da rauskomme. Wisst nur, in welche Richtung ich ungefähr gehen muss. Es ist immer noch nicht nachgefüllt. Das ist komisch. Warte, ich deaktiviere mal ganz kurz die andere Quest. Nicht, dass ich nachher in die falsche Richtung gehe. Kommt sie auch mit? Ja. Sie hatte eine Shotgun, ne? Ach, Kate, was machst du denn da? Du musst doch nicht gegen alles laufen, nur weil du vom Psycho abhängig bist. War das Psycho bei ihr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hätte es eigentlich sofort machen sollen. Wir gehen ja jetzt zu Warren 95, um sie von ihrer Abhängigkeit zu heilen. Das arme Mädel. Eigentlich leidet sie schon seit Wochen in Hangman's Alley. Und ich bin einfach weggegangen. Sie hat uns davon erzählt, dass sie geheilt werden muss. Und was mache ich als Antwort darauf? Ich gehe weg. Ich verspreche ihr, dass ich sie heile. Oder das mit ihr mache. Und dann gehe ich einfach weg und kümmere mich um die Bruderschaft und um alles andere. Oh, guck mal, Pulowski. Wieso ist denn der zu? Hm, gar nichts drin. Ist ja langweilig. Oh Gott, wir kommen ins Zopengebiet. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht wieder einen Soundbug, weil hier wieder irgendwelche Grillen sind. Das ist nämlich total nervig. Oh Gott, nein. Oh Gott, warum? Warum? Das ist doch schon ein krasser Zoom. Vielleicht ein zu krasser Zoom, muss man sagen. Wo ist der denn? Jetzt reiß mich aber mit dir, jetzt komme ich mit meiner 10 mm. Das ist zu leicht. Das ist viel zu leicht, was ist das hier? Mach doch mal was. Wehr dich doch mal. Nee, guck mal, ein Schuss noch und du bist tot. Ah ne, zwei. War schön mit dir den Boden aufzuwischen. Sonst würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben. Lass es mich wissen, wenn du Munition findest. Schwer. Roboter rechter Arm, linkes Bein. Jetzt müsste ich eigentlich alles mitnehmen und verbessern, ne? Und Roboterbrustteil. Kate, kannst du mal... Aufgepasst. Na klar. Guck nach, ob sie was Interessantes hatte. Mach ich. Weitermachen. So. Ruckel, weil ich in Richtung Boston gucke. Schrecklich. Der Zoom von dem Visier ist vielleicht ein bisschen zu hoch, ne? Das ist... 2,5 hätten vielleicht gereicht. Muss ich irgendwann mal ändern. So, Bleifertleitet. Warte. Roboter rechter Arm. Nee, das ist nicht gut. So, die Büsche durchsuche ich jetzt nicht. Mhm. Linker Arm vom Aggressotron. Augenbot. Und Aggressotron Beine. Was ist das für eine alte Hütte? Hält ja nur noch gerade so. Aha. Kann ich da rein? Irgendwie? Von hinten?
Wenn ich jetzt ein Jetpack hätte, dann könnte ich von oben rein mit. Weil da ist ein Loch drin, aber... Ja, ich brauche mal ein Jetpack. Statt dem Stim-Spender... Statt dem Stimpack-Spender oder dem Auto-Stimpack vielleicht ein Jetpack. Das wäre gar nicht schlecht. Was bist du denn? Alter, was willst du denn, du Kackding? Ach was, und jetzt auf einmal nichts machen, warte mal. Das war die falsche Waffe. Verschlagen, Synths linkes Bein. Plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Eigentlich nicht schlecht. Nur die Werte sind ein bisschen, naja, nicht so gut. Was ist das? Ach komm. Das war doch nur ein tollwütiger Redhirsch. War ich hier schon mal? Sind wir hier nicht Dogmeat gefolgt auf der Suche nach Mr. Müsli? Nee, das war woanders. Das war nicht hier. Warte, bevor... Nein, genau, das habe ich mir gedacht, dass da was rauskommt. Und da kommt auch ein also, D. Committee, Gossipings, verdammt. Ich kann mir eigentlich alle Zeit der Welt lassen, ne? Falschantrag entfernt. Courtyard? Wie schön. Protektron-Steuerung aktivieren, bitte. Verdammt, Holoband-Laden nicht möglich. Willst du mich verarschen? Wieso? Ach, dort, es geht. Da. PPP, Protektron-Überbrückungsprogramm. So. Allianzparameter außer Kraft setzen. Und zurück. Alter, willst du mich verarschen? Schießt denn hier jetzt meine Raketen los? Was ist los mit denen? Das hält meine Power-Arm auch nicht lange durch. Erstmal Rakete weg. Komm. Und das machst du ziemlich gut, wenn auch nicht mehr besonders lange, oder? Nee, nicht mehr besonders lange. Hey, Fusionskernraketen, Aluminium. Und ich muss was trinken. Und nochmal was trinken. Ich hatte 2 Stimsex verwendet jetzt, ne? Was macht ihr jetzt? Zurückgehen oder was? Nee, komm. Noch ein biometrischer Scanner. So, Kunstmittel. Extra stark. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Was? Wieso ist der jetzt auf mich los? Was ist los da? Ist irgendwie ein Terminal-Eintrag oder irgendwie eine Notiz oder sowas, die erklärt, warum da auf einmal so ein... Ja, wieso da auf einmal so ein Wachbot ist, der... Kann ich alles mitnehmen? Wieso noch auf einmal so ein Wachbot ist, der auf einen losgeht? Und wo ist meine ganze Munition mit dem Fusionsgewehr hin? Alles weg. Naja, komm. Das war ja was, ey. Das ist wieder so ein... Es gibt so viel zu entdecken, sag ich ja. Das war nicht mal ein markierter Ort oder sowas. Das war jetzt einfach nur...
Nur so eine komische Protektron-Station. Oder Wachbord-Station. Wachbord mit Raketen raus, Alter. Hätte der Fatmans dritten drin gehabt, hätte mich auch nicht gewundert. Aber dann wäre ich vorne am Marsch gewesen. Aha. Was ist das hier? Sieht nach Supermutant aus. Oh, ja. Supermutant. Was ist mit dem los? Wieso war der so rot? Nee, wollt uns nichts. Wieso sind die so rot? Komisch. So, Miniaturbombe nehme ich. Oh, verdammt. Kate, kannst du. Aufgepasst. Ist nicht zufällig, was dagegen, ein paar Miniaturbomben von mir zu tragen, oder? Ja, also, du magst doch Raketen und Explosionen und sowas, oder? Du hast doch nichts dagegen. Ja. Sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Ein paar Raketen. Ja, Uruguay-Fleisch. West Roxbury Station Terminal. Warte, erstmal leeren Blutsack aufheben. Haben wir hier irgendwo noch ein Ding mit einem Zettel mit dem Passwort? Nee, ne? Nee. Also, was haben wir hier? Geschafft. Scheinwerfersteuerung. Machen wir mal aus. Beziehungsweise. Machen wir mal an. Aber. Wir können es ja überschreiben. Einfach nur so aus Spaß. Wozu eigentlich? Wozu kann man das eigentlich überschreiben? Wozu kann man da eigentlich sagen, hey. Was war das? Überbrückung lässt die Scheinwerfer Feinde entdecken. Genau. Wieso geht das überhaupt? Was hat das für einen Sinn? Was hat das für einen Sinn, den Scheinwerfern zu sagen, nee, du entdeckst jetzt Feinde? Ah ja, und ich bin gelevelt. was leveln wir denn da? Nerdhut, du hältst 40% Schadensresistenz, plus 40 Schadensresistenz und verursacht 40% mehr Schaden, während Nerdhut aktiv ist. Tötest du einen Gegner, während du wütend bist, wird verlorene Gegengesundheit wiederhergestellt. Mhm. Arzt. Stimmungsstufe 4 vielleicht. Stimpaks und Redaway wirken sehr viel schneller. Vielleicht aber auch einfach, Schlossknacker? Nee, brauche ich nicht. Schmied? Nee. Es gibt ja so viel, das ich machen will. So viel! So viel, das nützlich ist. Und dann muss ich immer priorisieren, was brauche ich jetzt im Moment am meisten. Und eigentlich bräuchte ich am meisten jetzt gerade Stärke. Um mehr tragen zu können, natürlich. Und ab durch die Mitte wäre natürlich auch lustig. Wenn du Powerrüstung trägst und beim Sprinten gegen Feinde läufst, fügst du ihnen Schaden zu und bringst sie zum Taumeln. Roboter und übergroße Gegner sind immun gegen Taumeln. Stufe 2. Beim Sprinten fügst du ihnen schweren Schaden zu und bringst sie noch mehr zum Taumeln. Und wenn du Powerrüstung trägst und beim Sprinten gegen Feinde läufst, fügst du ihnen jetzt extremen Schaden zu und stößt sie zu Boden. Einschlagladungen verursachen noch mehr Schaden. Auch nicht schlecht, natürlich. Oder ich mache einfach mal Nuklearphysiker, dann halten die. Ja, du weißt, wie man Atome spaltet und beherrscht. Strahlungswaffen verursachen 50% mehr Schaden und Schaden und Fusionskerne halten zusätzlich 75%. Machen wir das. Das ist nicht verschwendet. Fusionskerne kann man immer brauchen. Vor allem im Survival-Modus, wo man ja nicht so viel tragen kann. Im normalen Modus würde ich tatsächlich sagen, das ist irgendwie Verschwendung, weil du kannst ja. Was ist das? Du kannst ja theoretisch. Guck mal, da geht's rüber, ne? Wenn ich jetzt rüber will zu Vault 95, sollte ich jetzt gehen, oder? Ansonsten muss ich drum rum. Oder? Warte mal, Karte. Gunners Plaza. Ah, gehen wir jetzt rüber, komm. Ich hab Bock auf Gunner.
Also im normalen Modus wäre Nuklearphysiker jetzt nicht so nützlich, weil ich glaube, Fusionskerne wie Granaten werfen will man sowieso nicht. Cutlers Bett. Hat Kate gerade die Frauenkarte gespielt? Das ist ja widerlich. Du willst mir nicht wehtun, denn ich bin ja ein Mädchen, oder meinst du das ironisch? Cool. Also wie gesagt, im Normalmodus ist Nuklearphysiker tatsächlich irgendwie meiner Meinung nach nutzlos. Weil du findest ja hier wieder viele Fusionskerne, aber du kannst eben nicht so viele Fusionskerne tragen im Survival-Modus. Aber im normalen Modus trafigen Fusionskerne ja nichts. Das heißt, du kannst 50.000 Fusionskerne tragen, da ist es egal, wie lange die halten. Weil das sind ja sowieso 50.000. Was ist das? Was ist denn hier los? Wer hat sich denn hier ein Floß gebaut? Alter, was bist du denn? What the fuck? Der Suppenkönig! Lächerlich. Was macht ihr denn immer für komische Geräusche, sag mal? Suppenkönige hier. Na, verdammt nochmal. Ja. Patronen, ich bin schon wieder fast überlastet. Kann also gar nicht so viel mitnehmen, scheiße. Habe ich irgendwas, das ich nicht brauche? Habe ich irgendeine Waffe aufgehoben, die ich nicht brauche? Pulsgranaten, Splittermine. Ja, die Maschinenpistole, ja vorhin die Maschinenpistole und der Revolver hier. Was ist das für Wunden? Ziele bluten und allein 25 Punkte zusätzlichen Schaden. Vielleicht treffe ich irgendwo einen Händler. Dann kann ich ihn dann verkaufen. Das war jetzt blöd. Ach, sie schwimmt hier schon die ganze Zeit. Ja, gut, wenn sie meint, dass sie dreckig ist und ob sie baden muss. Du fühlst dich krank, Lethargie. Ach nö. Leck mich doch am Arsch. Das sind ja noch mehr. Das gibt's doch gar nicht. Nee, wir werden nicht verfolgt. Da sind überall Dinger. Irgendwie kann Kate nichts. Kann das sein? Dass Kate irgendwie die nutzloseste von allen ist mit ihrer blöden Shotgun? Kann echt nichts. Guck mal, die macht zwei Schuss, lebt nach und in der Zeit ist der Gegner schon lange weg. Wo rennst du denn hin? Ja, ja, sehe ich. Vielleicht ist sie auch einfach eingerostet, weil sie so lange einfach nur drum rumstand. Dein Kopf. Mein Bein. Und ich trage so viel. Komm, weg damit. Ich meine, benutzen werde ich es nie. Verkaufen werde ich es wahrscheinlich nicht. Es
ersetzen kann ich es nicht. Ist ja legendär. Finde ich blöd, aber ist ja so. Legendäre Gegenstände kann man nicht zerlegen, warum auch immer. Also weg damit. Da ist noch so ein Gebäude. Das will ich mir mal gucken. Da sind bestimmt wieder Meyerlocks drin, aber ist mir egal. Ich will da jetzt rein. Ich gucke jetzt jedes Gebäude an, dass ich sehe. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ich das viel öfter machen muss. Als ich so beim Schneiden, ist mir beim Schneiden der letzten Folge aufgefallen, dass ich ganz oft. Irgendwo bin und dann sehe ich irgendein Gebäude und denke mir, ja, eigentlich ganz cool, aber ich gehe dann einfach weiter. Das will ich nicht mehr. Ich will jetzt. Warte mal, ich habe doch Lethargie, ne? Was bringt Lethargie? AP-Regeneration. Ne, das mag ich nicht. Komm. Bisschen Antibiotika. Also ich will einfach nicht mehr ständig an irgendwelchen Gebäuden vorbeigehen und sagen, nö, da machen wir irgendwann später. Wo ich ganz genau weiß, wir werden sowieso nicht mehr reingehen. Und wenn es das Let's Play in die Länge zieht, ist egal. Wir haben ja Zeit. Wo fliegst du denn jetzt schon wieder hin? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Immer fliegen die Viecher weg. Toll, jetzt habe ich schon so einen extremen Zoom, da bringt mir da gar nichts. Hey, ich höre hier Bruderschaft irgendwo. Was ist wo passiert? Ja, such du mal deinen Stechflügler. Nee, ich gehe weiter. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ah, okay. Das heißt, wir kommen dem leuchtenden Meer immer näher. Eigentlich müsste ich hier einen Strahlungsschutzanzug geben, oder? Sind Begleiter tatsächlich immun gegen Strahlung und das war einfach nur dummes Gerede von dem Spiel? Von wem war das? Von Amari oder von Dance? Ich glaube beide. Oder Pascuri? Oder war es Nick? Ich glaube es war Nick, ne? Was ist das hier? Ah, noch ein Wachbot. Sehr schön. Kann ich da irgendwie anders rein? Level 30. Leider nur 10 Schuss in der Energiewaffe. Ich wende, wenn ich da reingehe, dann geht die Tür vom Wachbord auf und der aktiviert sich. Geschafft. Das war so klar. Sag mal, was geht denn da hinten ab? Schade. Hilf dein Begleiter. Was? Bitte? Ich hab ihm die Arme weggeschossen, ne? So, sag mal, du kannst echt gar nichts, oder? Kampf ist schon viel zu lange her. Du kannst echt nichts. Aufgepasst. Wieso kannst du jetzt wieder mehr tragen als vorher? Das verstehe ich nicht. Wieso kannst du jetzt mehr... Hast du etwa Sachen von mir verballert? Ich meine, was soll ich machen? Wenn ein Begleiter einfach nichts kann, dann kann er einfach nichts. Ich kann ja nicht drum rumreden und sagen, ey, Kate, du bist so eine tolle Begleiterin, du kannst nichts. Stehst nur im Weg, bist dauernd am Boden, wenn du mal einen Feind triffst, dann machst du nicht genug Schaden. Ist doch doof. Ich meine, ich könnte ihr eine Waffe geben, ja, ich hätte ihr die Minigun nicht wegnehmen müssen. Die sie dabei hat, als wir sie abgeholt haben. Aber Kate. Sowas? Das Ding an Kate ist ja.
sie bräuchte dann auch Munition immer für diese Waffe, die wir geben würden. Ja, nehmen wir mal eine Minigun, 2000 Schuss sind da nicht viel. Wenn ich ihr jetzt irgendwie die Ding gegeben hätte, die wie hieß es denn? Habe ich ihn jetzt geplärt? Ich habe ihn Ach so, das ist Somerville Place da unten. Ja. Kate, komm. Ja, genau, kommst. Genau. Wenn ich ihr jetzt zum Beispiel dieses Sturmgewehr gegeben hätte, dann bräuchte sie ja irgendwie 45er Munition dafür. Und die würde sie auch verschießen. Ist ja nicht wie bei den Siedlern, wo die... Vault 95. Gehen wir rein. Wir müssen den Entgiftungsraum finden. Dort können wir diese Scheiße aus mir rausholen. Mhm. Aufgepasst. Ja, kann ich helfen? Was meinst du? Dem Nächsten, der mich vögeln will, verpasse ich einen Tritt dahin, wo es weh tut, wenn du verstehst. Ah ja. Gut. Also bei Siedlern ist das ja so, den kannst du eine Waffe geben und dann brauchen die einen einzigen Schuss von der Munitionsart. Was? Und sie können sie benutzen. Ich glaube, das ist bei Begleitern nicht so. Na, halt doch die Schnauze, Aggressor-Torn, du wirst mich verarschen. Alter, Zweiter? Das war knapp. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, gar nicht schlecht, gar nicht dumm von denen. Die haben hier überall diese Schaufensterpuppen aufgestellt, damit sie nach mehr aussehen. Das hilft ihnen natürlich nicht. Ich lasse mich nicht von einer Überzahl einschüchtern. Ein geladener Baton, was ist das? 10% Chance bei erfolgreichen Blocken. Das ist ja Scheiße. Und abwärts. Oh. Halt, da noch ein Lasergewehr. Hä? Was so da unten? Hopp. Ja, das war ja ein schönes Empfangskomitee hier. Also, wo war ich? Genau. Wenn man Siedlern zum Beispiel ein Lasergewehr gibt, dann brauchen die nur eine einzige Fusionszelle, damit sie dieses Lasergewehr auch tatsächlich benutzen können. Ja, die verbrauchen ja keine Munition, aber sie brauchen die Munition im Inventar. Bei Companions ist das ja leider anders. Ich muss die Lasergewehre tatsächlich aufheben, damit ich die Munition bekomme, die da drin ist. Das kann doch nicht sein. Was liegt denn hier schon wieder so viel? Es ist der Ehering. Ach nee, es ist das Ding. Das ist ja bei Companions leider nicht so. Das ist ja leider nicht der Fall bei Companions. Bei Begleitern wie Kate zum Beispiel. Die verbrauchen ja leider die Munition, denen man die gibt. Also die Munition, Waffen schießen, dann brauchen die tatsächlich die Munition wie der Spieler eben auch. Finde ich blöd. Ich meine, einen brauche ich. Oder brauche ich gar keinen mehr? Ich ist ja auch egal. Ich meine, ich könnte... Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Wenden wir wieder unseren alten Trick an. Wir legen einfach die Mini-Atombombe, die wir noch haben, hier ab. Und die 7 Raketen. Und dann sagen wir, Kate, sie soll sie aufheben. Schnapp's dir. Kein Problem. Hol das. Mach ich.
Na, nehmt komm. Das auf. Jo, verstanden. Das ist hier, nicht da hinten. Genau. Na gut. So, können wir das zumachen, sag mal? Oder brauchen wir... Geht gar nicht. Geht das nur ohne Power Armor nicht? Ort 95 direkt am Strahl geklärt. Komischer Ort für eine Vault, muss ich sagen. Ich meine, es ist nicht so, dass hier irgendwo eine Siedlung in der Nähe... Ja gut, es gab das strahlende Meer, da waren ja offensichtlich irgendwelche Gebäude am leuchtenden Meer. Na gut, dann wollen wir mal tief runter in Vault 95. Ach, da kommt sie.